Ja, hallo, herzlich willkommen hier aus Ahrweiler. Ja, vor mir steht die Erika. Wir warten jetzt erstmal, bis die ersten Leute reinkommen. Ja, wir stehen im Fluthaus hier. Bin gerade privat im Ahrtal unterwegs. Steven ist auch da. Hallo, Steven. Ja, und wir hören uns gleich mal an, wie es bei dir hier zu Hause ausschaut, was bei euch passiert ist. Ja, und du kannst einfach schon mal ein bisschen anfangen zu erzählen, wenn du möchtest. Ja, guten Morgen. Also hier ist die Erika. Ich habe dieses Häuschen hier in Ahrweiler hatte ich. Da waren die Käufer waren abgesprungen. Die waren zwei Frauen, die waren abgesprungen. Und dann war das einfach mein Traum. Ich habe eine Krebserkrankung hinter mir und es war einfach ein Traum von mir, das hier zu kaufen. Ich hätte also einziehen können, hätte die Miete gespart, wäre rübergezogen und hätte dann so nach und nach machen können. Der Vorverkaufsvertrag ist abgeschlossen worden am 10.07.21. Also 4 Tage vor der Flut. 4 Tage vor der Flut. Es war natürlich noch kein Notartermin. So, und dann kam die Flut. Dann hat man natürlich danach über an alles gedacht, aber nicht. Ich habe also in dem Moment gar nicht hier drüber nachgedacht mehr. Aber es war dann eben so, dass das ist kaufen musste. So, wollte auch. Ich wollte es auch, weil das ein Traum war. Und die Verkäufer sind mir auch wirklich dann mit dem Preis richtig gut entgegengekommen. Das muss ich schon sagen, weil das bewohnbar ist es ja nicht mehr. Mein Problem ist jetzt nur einfach, die ISB sagt, ich stand nicht im Grundbuch. Es gibt keine Hilfe von der ISB. Versichert war es nicht. Also bleibe ich auf den Kosten hängen. Ganz alleine auf den Kosten hängen. Also ich finde es extrem schlimm, wie es hier immer noch aussieht, muss ich sagen, obwohl hier schon viel, viel gemacht wurde. Ne? Ist jetzt ein Jahr und fast, ja, 15 Monate insgesamt, Ja. kann man jetzt eigentlich schon sagen. Ne? Nächste Woche ist ja der 14. am Freitag. Ihr habt das viel Hilfe hier gehabt? Also ich muss dazu sagen, ich habe zuerst mich gar nicht getraut, an mich zu melden, weil ich glaube, das sind viele Betroffene, die sich schämen, um Hilfe zu bitten, ist nicht so einfach, ne, wenn man das vorher nicht musste. Und dann hatte die Silke Lüders, die hatte bei Facebook einen Aufruf, wer noch Paten sucht. Und dann Ja. habe ich mich an die Silke gewandt. Durch die Silke bin ich an die Jacqueline Heimermann gekommen und Team Ballern, also Team Ballern war für mich, Team Ballern war für mich eine Rettung. Glaube Die ich. sind wirklich den ersten Tag, die sind hier hingekommen, haben gesagt, wir kommen am Samstag. Ein paar Tage später waren die da mit wirklich ganz, ganz vielen Menschen und haben hier mal angefangen zu entkernen, haben den Schlamm noch aus dem Keller geholt. Der Garten, da wucherte alles noch, der Schlamm war ja überall noch drin. Und ohne Team Ballern hätte ich das nicht geschafft. Wie lange ist es jetzt her, dass Team Ballern bei euch war? Wir sind am 26. Juli dieses Jahr haben wir es angefangen. Aber wir konnten vorher nicht. Es war alles noch in der Schwebe, weil hier war noch ein Grundbucheintrag von dem Vorbesitzer drin. Und bis dato konnte man ja das dann auch den Vertrag nicht machen, ne? Weil das Grundbuch musste frei sein. So. Und durch die Flut und auch über die Überarbeitung der Ämter hat sich auch viel Ja, verzögert, habe ich schon natürlich. gehört, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, wir gucken uns mal kurz an, damit ihr einfach mal so einen Einblick habt, Ja, bitte. worüber hier gerade geredet wird. Ich hoffe, die Verbindung bleibt. Ja, so schaut das jetzt fast 15 Monate nach dem Flutereignis hier aus. Da ist schon super viel gestemmt worden. Ja, aber auch hier merkt man noch ganz klar überall die Feuchtigkeit. Die spürt man, das sieht man übrigens auch auf dem Boden. Lieber Sven, vielen Dank auch für die Sterne. Ja, schön, dass ihr zuschaut. Wir sind hier in Ahrweiler. Wir waren hier unterwegs im Moment. Ja, so schaut das aus. Man sieht auch den Flutpegel hier noch ganz deutlich draußen an der Wand. Wenn ihr gerade mal schaut, so hoch stand also das Wasser hier. Ja, und im Umfeld, wo wir jetzt hier hingefahren sind, da sieht man viele Häuser, wo heute auch am Samstag gearbeitet wird. Man hört im Hintergrund die Bohrhämmer. Ja, man sieht es auch an einigen Häusern von außen noch sehr, sehr stark. Gibt auch welche, die schon ja, sehr weit gekommen sind, zumindest sieht es von außen aus. Aber ja, überall wird hier im Moment noch gewerkelt. Gucken wir auch mal hier rein. Ja, jetzt wird's chaotisch. Ja, hier laufen die Trocknungsgeräte im Moment. Man spürt hier auch ganz klar die Feuchtigkeit im Raum.
Also Jacqueline hat hier wirklich schon und auch Team Ballern mega viel geschafft. Aber es ist halt noch ein sehr, sehr großer Schwung an Arbeit. Da geht es runter in den Keller, der war wohl auch komplett voll, was den Schlamm anging und die Wassermassen. Ja, hier ging es jetzt eigentlich hoch, aber das ist abgeklebt, damit hier unten getrocknet wird, weil oben war es ja eigentlich nicht betroffen. Es ist zwar oben jetzt eine Wand gerissen, wir werden wahrscheinlich diese Wand da draußen, werden wir wahrscheinlich wegmachen müssen und neu. So, da ist die Verbindung wieder. Wir sind gerade mal nach draußen gegangen. Ich hoffe, ihr konntet noch ein bisschen was sehen gerade. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und auch gerne, ob man uns gut verstehen und hören kann. Ja, wie lange wirst du brauchen für den Aufbau, bis du wieder den ursprünglichen Zustand hergestellt hast? Ich denke mal nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr. Ende nächsten Jahres erst. Was ist für dich momentan das Schwierigste in der Situation? Handwerker, Baumaterial? Ja, wir kriegen ja kein Baumaterial mehr. Das ist, die Herren haben ja unser Zelt weggeräumt. Wir müssen ja sehen, dass wir müssen ja alles bezahlen. Oder wir müssen nach Erfstadt fahren. Es ist ja schon toll, dass wir von der A dahin dürfen als Rheinland-Pfälzer. Natürlich, ja. Aber das Problem ist einfach, du fährst mit dem Anhänger dahin. Ja. Und es sind ja, ich meine, ich verstehe das absolut, weil jeder was haben muss und möchte, dass man da nur haushaltsübliche Mengen kriegt. Oder vielleicht jetzt heute auch die doppelte Menge. Aber du fährst mit dem leeren Hänger hin und kommst mit dem halbleeren Hänger nach Hause. Und eine Fahrtstrecke ist es, außer Frage. Ja. Da bin ich bei dir. Ja, werden freiwillige Helfer noch weiterarbeiten hier bei dir zu Hause? Ja. Was wird noch gemacht? Was ist der Plan so für die nächsten Wochen und Monate hier im Haus? Also die Jacqueline hat gesagt, das muss natürlich zuerst mal trocknen. Wir können ja vorher nichts machen, bevor das nicht trocken ist, weil wir wegen dem Staub aufwirbeln. Genau. Und so. Was jetzt also als nächstes gemacht werden muss, das ist das Dach. Ja, das ist im Nachhinein hier vorne das erste Teil, der ist neu, aber dieser Teil da hinten, das ist Asbest. Okay. So, jetzt der Dachdecker hat gesagt, wenn das ganz wäre, wäre es kein Problem, könnte es noch ein paar Jahre halten, aber es sind Risse drin. Mhm. Das heißt, muss fachgerecht entsorgt werden, Sondermüll. Genau. Ja, und Gefahrgut. Jetzt habe ich das Glück, der eine Sohn von mir, der ist Schornsteinfeger. Okay. Der darf das, der hat einen Schein, also abmachen darf er das. Ne? Wir müssen es dann eben nur irgendwo kostenpflichtig entsorgen können. Klar, das wird nicht günstig, kann ich dir sagen. Was können wir tun? Gibt es irgendwas, wo du Hilfe brauchst oder wo du vielleicht den einen oder anderen von draußen aktivieren möchtest, der hier vielleicht noch irgendwas machen kann? Also ich glaube nicht, ich möchte es auch nicht. Mhm. Die Jacqueline und der Daniel, super. Die machen das super, die haben alles in den Händen und eigentlich will ich denen das überlassen, weil die haben auch schon geplant, wie man die Wasserleitung aus dem Keller anders legt. Und also die Arbeit selber würde ich jetzt nicht gerne abgeben an irgendjemand ohne Jacqueline und Daniel. Klar. Da also jetzt mit rein. Sieht man, wenn da so mit ein, wir sind ja auch in einem engen Austausch. Jacqueline wäre heute auch mitgekommen. Ist leider krank. Wir bestellen mal schönen Gruß an die liebe Jacqueline. Genau, übrigens Besserung. Auch das Gedichtebuch von ihr kann man wärmstens empfehlen. Ja, steht bei uns auch bei Baustoffspender bei mir im Büro. Ich habe es mir auch schon mal komplett durchgelesen. Das ist schon, also man muss es lesen, um es zu verstehen. Sie hat auch schon ein paar Mal vorgelesen, auch bei uns. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Buch gibt es, glaube ich, bei ihr auf der Seite und auch bei Annette Baumgartner im Shop beispielsweise, bei Michael Lang in der Bilderausstellung beispielsweise kann man es auch kriegen. Also können wir wärmstens empfehlen. Ja, was bewegt dich im Moment oder was ist das Schwierigste für dich jetzt, was jetzt, sag ich mal, Stadt oder Kommune oder Anträge angeht? Ja, also wir haben vor, hier Wärmepumpe reinzumachen und bei der heutigen Zeit, ne, Wärmepumpe und auch Photovoltaik. Jetzt muss das Gas abgeschaltet werden. Das heißt, im Haus selber war gar keine Gasleitung. Die Gasleitung war da, das ging also hier durch den Hof. Das sind alles so, da musst du einen Antrag stellen und dann kriegst du eine Rechnung und das ist mit dem Wasser genauso. Das Wasser muss aus dem Keller raus, die Wasseruhr, weil dieser Keller soll irgendwann zugeschüttet werden. Den kann man nicht mehr brauchen, weil wenn dieser Raum da mal benutzt wird, kannst du nicht immer durch die Klappe in den Keller rein. Ne? Es ist einfach bei so einem Haus jetzt ziemlich aufwendig, das alles zu regeln. Ne? Und es sind immer... Also jedes bisschen kostet natürlich Geld, ne?
Und wie gesagt, dass die ISB da so, die haben ja den Vertrag gesehen, dass die da so handhaben, das finde ich unmöglich. Gibt es irgendjemanden, der dich bei diesen Sachen noch mit beraten kann? Ich sage mal von der rechtlichen Seite. Ich war beim Anwalt, aber der Anwalt hat gesagt, wir haben also keine Chance. Also ich, das ist, gegen den Staat hast du keine Chance. Das ist fällst also hier komplett aus dem Raster durch. Ja. Ja. Genau. Also wenn man sieht, wie viel Arbeit das wirklich hier noch ist und das ist wirklich einiges, da hat Jacqueline und Team Ballern noch einiges vor sich. Das ist also wirklich unglaublich für alle, die neu dazugekommen sind. Auch vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Jetzt eben schon mal gezeigt. Ich muss ja sagen, mein Sohn und der Freund, mein Sohn und sein guter Freund oder ein Kumpel, die sind jetzt so wirklich. Ich hoffe, dass die Verbindung zurückkommt. Da ist sie wieder. Also der eine oder andere wird mich vielleicht kennen vom WDR. Ich bin ja in der Flutnacht beinahe ertrunken und bin gerettet worden. Das ist ja im Moment gerade dieser Bericht von der Frau Flentke vom WDR. Die WDR, ist ja nominiert für einen Preis, für einen Publikumspreis. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute da abstimmen, weil ich sage, diese Frau, die war an meiner Seite, die kennt ja auch meine Geschichte hier und die hat auch nicht keine Sensationsreporterin, sondern die hat mir wirklich geholfen, meinen Retter zu finden. Und ja, das wäre schön, wenn dafür abgestimmt wird. Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen Werbung für mache. Das ist vollkommen okay. Ich sehe auch, du hast auch noch ein Lächeln noch da. Hast nicht alles aufgegeben. Nein. Magst du uns erzählen, wie es in der Flut danach war? Wenn du möchtest, wenn ich es auch vollkommen. Es kommen vielleicht dann nur wieder so ein bisschen Tränen mit raus, aber ich. Das ist deine Entscheidung, ob du das machen möchtest oder nicht. Also es hat ja einen ganzen Tag geregnet und dann hat hinterm Haus, da hat ein Hotel einen Parkplatz und ich merkte, wie da auf einmal so ein Gewühle war und dann bin ich raus und habe die Besitzerin gefragt, die sagt, meinst du, ich müsste das Auto wegfahren? Dann sagt sie, ich kann ja nicht sagen, unser Keller ist am Volllaufen, die Niederhut ist schon am Volllaufen. Und dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und habe das außerhalb von der Stadt, also das sind ja 5 Minuten von hier, da war hier noch nichts, kein Tropfen Wasser, es war noch nichts. Fahr das Auto weg und komme runter und da war unten die Friedrichstraße, hier die Plätzerstraße, stand das Wasser schon bis über die Knie. Ich konnte nicht mehr weiter, weil ich kann sehr gut schwimmen, aber du hattest keine Chance. Das Wasser von allen Seiten hattest du keine Chance. Und dann habe ich mich versucht, an der Stadtmauer festzuhalten. Und halte dich mal an der Stadtmauer fest. Ja. So, ich habe um Hilfe geschrien, das weiß ich noch. Ich habe um Hilfe geschrien und dann kam auf einmal ein Mann auf mich zu, durch das Wasser gewartet. Und das war der Nikolaus. Also ich weiß ja jetzt, wie er heißt, der Nikolaus. Und der Nikolaus hat mich dann von unten vom Durchbruch, wo ihr eben durchgefahren seid, von da bis hier nach Hause gebracht. Und da kamen uns schon Mülltonnen entgegen, da kamen uns schon Baumstämme entgegen. Und jedes Mal, wenn was war, dann hat der Nikolaus sich rumgedreht, dass an mich nichts dran kam. Also er war, für ihn selber war das ein Held. Ja, es ist ein Held. Und dann hat er mich noch nach Hause gebracht. Ja, und dann habe ich meine Vermieterin habe ich noch aus dem Schlaf geholt, weil die wohnt zwar schläft im ersten Stock, aber wenn die nachts auf Toilette geht, kein Strom, die wäre die Treppe runter und wäre vielleicht ertrunken, weiß es nicht. Ich habe sie dann auf jeden Fall noch zu mir geholt und wir haben dann die ganze Nacht bei mir in der Wohnung gesessen, in der ersten Stock. Da war dann eine Stufe, da hat es dann aufgehört, dass das Wasser auf einmal, dass es nichts mehr kam. Aber das Schlimme war, du hörtest die Menschen schreien, du hörtest hier die Autos durch die Straße an den Häusern vorbeikratzen. Dieser Geruch, der da war, es war ganz fürchterlich. Es war so fürchterlich. Diese Nacht, ich glaube, die wird man nie mehr vergessen. Ja, und ich habe auch mittlerweile, muss ich sagen, ich gehe zum Psychiater. Ich kriege das nicht alleine verarbeitet. Danke, dass du uns so einen Einblick gewährt hast. Komm her. Ja. Alles gut. Ja, also da stockt einem der Atem, das muss man ganz klar sagen. Ja. Lass gerade mal ein bisschen Ruhe einkehren. Ja, da war er jetzt hautnah mit dabei. Ja. Gut, wir begleiten dich auf jeden Fall auf deinem Weg. Ja,
werden ab und zu mal hier vorbeischauen, auch wenn Jacqueline mal beim nächsten Mal mit dabei ist. Und gerne. Team Ballern. Gerne. Und ja, wie gesagt, du bist auch in Erftstadt herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, ja, das ist ein kleiner Einblick von hier. Vielen Dank auch alle, die jetzt gerade zuschauen. Ich sehe gerade, Mäuschen Tölle ist auch gerade drin. Mäuschen habe ich ja vor ein paar Tagen noch bei Hotel Mama getroffen, wo ich kurz zu Besuch war. Ich wollte eigentlich nur kurz vorbeikommen, was abholen. Und dann waren es irgendwie dann doch Stunden, die vergangen sind. Wir sind auch nochmal live gegangen von da. Aber man redet dann doch über die Flut. Wie war es in NRW? Wie war es in Rheinland-Pfalz? Wir kennen es ja auch hier aus den ersten Tagen. Wir waren auch hier in Bad Neuenahr und haben geholfen, da Erftstadt evakuiert war und es keine Möglichkeit kam, reinzugehen. Ich habe den Mäuschen kennengelernt. Letztens war irgendein Patentreffen von der Silke Lüders. Und da war er auch da. Also da habe ich ihn kennengelernt. Mäuschen und alle anderen, die hier sind, schönen Gruß von hier. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ja, gern. Schön, dass ihr da wart. Sehr gerne. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal, wenn wir kommen, schon wieder ein bisschen mehr getan ist. Man merkt halt, wir filmen noch gerade mal in den Raum rein. Ich gehe jetzt nicht rein, weil die Verbindung ist ja schon zweimal abgebrochen. Nur, dass man auch nochmal sieht, wie schaut es da aus. Das ist also kompletter Rohbau. Die Trocknungsgeräte laufen. Hat Jacqueline Heinemann mit ihrer Truppe aufgestellt. Und ja, so schaut das dann quasi aus. Mal ein bisschen reinleuchten mal gerade. Also viel Arbeit noch hier im Flutgebiet in Rheinland-Pfalz. Ich sehe auch gerade, der Theo Huber ist auch mit drin. Theo von Nit Quatsche Macher. Sehr, sehr cooler Typ übrigens. Mit sehr vielen Hilfaktionen in NRW, RLP, also überall, wo Hilfe gebraucht wird. Ja, ihr Lieben, wir gehen bestimmt nachher nochmal online. Beobachtet gerne den Kanal. Ich sage dir vielen, vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick hier bei dir zu Hause gegeben hast. Ja, und ich drücke dir für die Zukunft die Daumen und wir bleiben definitiv im engen Kontakt. Das wäre schön. Ja? Danke. Ihr Lieben, bis später. Tschüss. Tschüss.